Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Transport Fever 2 in meiner ersten Season. Ja, ich habe jetzt im Offscreen hier ein bisschen weitergebaut und auch ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe mal ein Grafikkarten-Treiber-Update gemacht. Es ist dadurch schon ein bisschen besser geworden. Ich habe Steam, OBS jetzt noch ein bisschen runter geregelt, aber es leckt hier immer noch. Ich weiß nicht, ob das eventuell an diesem Bahnhof liegt oder auch hier hinten am Flughafen oder ist einfach irgendwie noch nicht so ganz ausgereift ist das Spiel, keine Ahnung. So viel habe ich ja eigentlich noch nicht gebaut und auch nicht viele Mods verwendet. Aber ihr seht selber, wie das hier so am Dottern ist. Und ich bin ja auch hier mit den Einstellungen schon. Ne, bin ich nicht. Warum ist das denn wieder weg? Bin auch hier schon deutlich runtergegangen. Obwohl ich das eigentlich bei dem Computer nicht müsste. Und sieht er, es ruckelt aber immer noch so ein bisschen. Ist zwar jetzt wieder noch ein Stückchen besser geworden, aber naja, mal gucken. Vielleicht kommt irgendwann noch mal ein Patch. So, ich habe jetzt hier die Strecke einmal fertig gebaut. Ich habe auch schon Signale gesetzt. Hier habe ich noch ein weiteres Gleis hinzugefügt. Da habe ich noch eine Idee, was wir gleich noch vielleicht machen können in dieser Folge. Hier ist alles mal grob ausgeschmückt. Hier die Schnellfahrstrecke, hier der Bahnhof. Dann geht es hier dann weiter. Hier hatten wir in der letzten Folge aufgehört. Geht dann erstmal viergleisig hier über dieses Tal. Hier hinten im Tunnel wird es dann zweigleisig wieder. Geht dann hier einmal durch diesen Tunnel durch. Der ziemlich steil ansteigt hier. Dann kommen wir hier wieder raus. Hier geht es nachher irgendwie mit einer anderen Bahn weiter. Obwohl da gar keine Stadt ist. Muss mal gucken, was wir da machen. Und hier geht es dann in den Bahnhof. Hier habe ich auch mal ein paar mehr Gleise gebaut. So viel brauche ich hier überhaupt nicht. Ja, hier habe ich mir überlegt, bleiben zwei Durchfahrtsgleise für die Regionalbahn. Der Intercity, der wird hier enden. Der wird in die beiden langen Gleise reingehen. Ich hoffe mal, das ist lang genug. Ansonsten muss ich hier nachher das noch ein bisschen ändern und hier ein paar Sachen ranbauen. Das ist ja nicht das Problem. Genau, und dann geht es hier dann durch die Stadt durch. Mit der Regionalbahn bis hierhin. Die Regionalbahn wird wahrscheinlich dann bis nach Kratzenburg weiterlaufen, muss man dann mal gucken, wie es dann so weitergeht. Und hier hätte ich mir überlegt, mit dem Gleis, vielleicht auch hier von Hummelfeld, einen Airport-Anbinder zu machen, der dann halt nochmal direkt hier, weil ich habe ja hier noch ein Gleis frei, dass wir hier noch einen direkten Airport-Anbinder machen, von den beiden Städten aus. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne, ich hatte hier auch schon Signale gesetzt, aber ich werde wahrscheinlich erst alle Signale setzen oder beziehungsweise nachher, wenn die Linien hier laufen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt so vorstelle. Ich würde aber ganz gerne jetzt ein Regional, also ein Dostos fahren lassen mit einer 111, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. Der dann hier in diesem Gleis hält, im äußersten. Und dann halt einmal die Strecke abklippert, die wir jetzt gerade gebaut haben. Und ja, das können wir ja machen. Das ist dann, wie nennen wir so, RE, ich würde einfach sagen, die nennen wir RE1, wa? Oder wir fangen in 100er Schritten an, dann nennen wir sie RE100. RE100? Nee. Wir fangen ab 10 an. Nicht so ganz niedrige Zahlen. Neue Linie haben wir schon. Dann einmal vom Dresden Hauptbahnhof. Bis nach Hummelfeld und weiter bis nach Neuendorf, bin ich auch richtig. Ja, er steht im richtigen Gleis. Dann wieder zurück nach Hummelfeld. So. Wie macht er das hier? Das ist das richtige Gleis. Perfekt. Hier ist auch alles schnieke. Hier sind wir aber jetzt nicht mehr zweigleisig auf dem Rückweg. Er sollte jetzt hier eigentlich auf dem weiterfahren. Müssen wir mal gucken, ob ich im Bahnhof der Winter noch irgendwo eine Weiche vergessen habe. Das kann jetzt sein. Das müssen wir uns mal angucken. Weil hier geht das auf jeden Fall. Also kommen wir jetzt von hier. Wir müssen eigentlich nach ganz außen. Machen wir eine Verbindung. Das ist keine Weiche hier. Ne, das geht direkt rüber. Wir haben keine Weiche. Wir kommen nicht ganz rüber bis auf das andere Gleis. Müssten wir hier noch eine Weiche vorsetzen. Weil hier die Kreuzung hier geht, wird auch noch gehen.
Mal gucken, dass wir hier jetzt noch eine Schiene reinkriegen. Oh ne, das geht nicht. Doch, das geht. Fährt der Zug aber hier nur 42. Ist nicht so schön, ne? Aber hier ist vor den Signalen. Also mein Gleisvorfeld ist von hier bis da. Im Prinzip habe ich ja leider keine andere Wahl, ne? Dann machen wir das erstmal rein. So. Jetzt hat er das schon mal gemacht. Er geht aber in das Gleis. Ich möchte aber, dass er in das komplett andere Gleis geht. Dresden Hauptbahnhof 15. Nein. Das ist 15. Das ist, wie kacke ist das denn bitte? Kann man die Fenster verschieben? Kannst du größer machen. 13. 13. Gleis 13 ist es. So. Ja, perfekt. Ups. Da würde ich sagen, kaufen wir uns mal gerade ein paar Züge. Zwei Stück reichen, glaube ich, erstmal. Einmal elektrisch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Lok schon habe. Doch, da ist er. 243, genau. Und dann einmal hier in der Verkehrsroute Vorspann. Die. Ja, hier kommt. Die nehmen wir. So, hinzufügen. Passagiere. Haben wir nur die oder haben wir auch die normalen? Ah, die sind wahrscheinlich mit drin, ne? BBB. Warum da kein Bild ist, bin ich schon wieder ein bisschen skeptisch, darauf zu klicken. Hat er also seine Erfahrung gemacht, ne? So. Das müssen wir hier mal ein bisschen weiterziehen. Da hier auch sehen, was wir jetzt machen. So, dann ist das jetzt hier einmal erste, zweite, nee, zweite Klasse. Ja, den. Den. Hoffe ich jetzt gerade Loks. Ja, was kauft ihr denn jetzt hier gerade? Das auch, läuft das auch wieder nur so? Es läuft auch wieder nur so. Ist wahrscheinlich ein anderer wegen den 87.4. Bleiben wir mal bei denen. Kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Und hier haben wir noch ein. Ach du Heiland, dann die Steuerwagen noch. Bin ganz nach unten gescrollt. Den haben wir denn jetzt? Den haben wir genommen, ne? Nein. Also das mit diesem Kaufen hier, das ist echt ein bisschen komisch. Und ein Steuerwagen ans Ende. DB. So. Das ist der eine zu kaufen. Dann muss der und der müssen noch wieder verkauft werden. Da es ja eh eine Wendezuggarnitur ist, ist das ja, können wir den ja einfach klonen. Das hier Gewerbefahrzeug klonen, genau. So. Dann geht erstmal der eine auf die Linie. Aber wir haben den noch gar nicht umbenannt. Müssen wir noch machen. Machen wir mal eine Pause. Dann wird das RE10. Da die Regionallinie jetzt ja von hier von erstmal viele von Hamm, von Dresden aus starten, würde ich RL10 und dann jetzt Neuendorf. RL10 Richtung Neuendorf. Ich glaube, das ist nachher einfacher, das zu merken. Neuendorf. Macht man den so RL10 nach Neuendorf. So. Wie viele Leute kann der überhaupt mitnehmen? 120? Das wird nicht reichen lange. So. Langsam wird es hier aber auch ein bisschen voller. Gut. Auf jeden Fall, das ist eine sehr schöne Garnitur.
Steigen wir mal ein. Erstmal von außen noch. Oh, hier steht jetzt auch Hummelfeld. Ja, perfekt. Mal hier für Möglichkeiten. Kann man uns auch reinsetzen. Achso. Hummelfeld. Wie ist das hier so ein bisschen verbuggt, die Anzeige? So, machen wir mal von hier aus. Alles irgendwie so ein bisschen schief. Ich möchte mich doch einfach nur in den da reinsetzen. Aber das ja auch nicht schlecht aussieht, ne? 68 fahren wir. Ach so, wir sind. Ah. Ah, Männer. So, dann gönnen wir uns mal kurz die Fahrt. Der fährt ja nicht schneller als 120. Das heißt, wir haben ja jetzt schon unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht hier für den Zug. Mit den Signalen finde ich das so ein bisschen komisch. Ich ist rumgespacke. Naja. Das ist auch eigentlich so die erste richtig längere Führerstandsmitfahrt, die ich mache. Ich habe mir das jetzt auch noch nicht so angeguckt, aber was ich schon mal schön finde im Vorsatz zum Vorgänger ist halt diese Grastextur, die wir haben, ne? Dann sieht das nicht alles so platt aus und muss nicht alles selber. Das ist auch das dynamische Gras, dass das im Wind so ein bisschen da hin und her flackert. Das gefällt mir nicht ganz gut. Dann mal ganz kurz einmal raus. Mal gucken, ob ich Anti-Aliasing noch auf 4 wieder setzen kann. Das gefällt mir dann, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Wieder rein. Und ein bisschen nach vorne. Ja, ändert nicht viel. Geht's hier ab in den Tunnel hinten unser Zug. Upp. Schauen wir uns mal hier an den Bahnübergang, wenn das jetzt alles noch relativ kahl aussieht. Sehr gut. Und die Schatten gehen schon runter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da ist das Signal ausreichend weit weg. Wo ich natürlich jetzt gerade sehe, bei den ausfahrenden Zügen hier, beim Bahnhof wird das natürlich dann nichts, ne? Da steht das Signal ja mal gerade 2 Meter vor dem Bahnübergang. Muss ich auf jeden Fall noch die Mod runterladen mit den neuen Bahnübergängen. So, der Zug kommt. Oh, diese Rollgeräusche sind schön. Mal die Soundeffekte noch ein bisschen höher drehen hier. Audio. So. Busse habe ich hier auch schon, also Buslinien gibt es schon. Da ist jetzt noch kein, doch einer steigt schon ein. Warum fährt er auf der Seite? So, sind wir hier in. Was soll das denn? Was soll das denn? Warum geht das jetzt nicht kleiner hier, das Fenster? Warum fahren wir denn hier falsch rum? Hä? Das Signal hängt doch auch an der Seite. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Mal mit dem Wegpunkt arbeiten. Das kann ich am Offscreen machen. Obwohl hier ist es auf dem kleinen Stück ist es eigentlich auch egal. Ne, es ist nicht egal wegen den haben wir Rechtsfahrgebot in Deutschland.
Wenn ich das jetzt hier mal auf Einbahnsignal setze, auch das ist so schwer, die zu kriegen. Zack. Jetzt sagt er mir hier, irgendwas stimmt nicht. Mir Fridolin, Einbahnsignal wieder weg. Weil jetzt fährt er ja auch auf der falschen Seite. Jetzt fährt er auf der falschen Seite. Hier ist noch alles richtig. Warum macht er das? Ach so, ganz einfach. Ich kann ja einfach... ihr habt es wahrscheinlich jetzt auch schon alle gesagt. Wenn er doch einfach hier die Bahnsteige... Dann soll er hier auf Gleis 1 ankommen. Und wenn er rausgeht, soll er auf Gleis 2 kommen. So, fertig. Ah. Dass das Spiel das nicht von alleine macht. So. Und jetzt fahren wir hier in... Oh, hier sind schon ein paar Leute. In Neuendorf ein. Hier hält der Zug natürlich jetzt weiter hinten. Aber sieht man, dass der Bahnhof lang genug ist. Steigen jetzt schon ein paar Leute ein. Ach du Scheiße. Ach so, und stopp. Müssen wir natürlich den anderen noch losschicken. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst. Ob die sich jetzt von alleine alle auf Abstand halten, die Züge. Oder ob man die jetzt hier, so wie ich das jetzt mache, immer noch selber auf Abstand hält. Das könnt ihr mir mal schreiben. Und jetzt fährt er natürlich mit dem Triebwagen zurück, ne? Ja, perfekt. Genau so hat er vorgestellt. Jetzt steht hier auch RE10 Neuendorf. Und jetzt steht hier auf der Seite auch RE10 Neuendorf, weil wir jetzt nach Neuendorf fahren. Und ich glaube, hinter Neuendorf müsste dann eigentlich Dresden Hauptbahnhof da stehen. Oder Dresden. Klingt echt gut. Wie nicht? Ja, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, bei mir geht es alles ein bisschen langsamer los. Ich werde das alles ein bisschen anders machen als im Transport Viva 2, Season 2. Ich muss mal gucken, wie ich so Lust und Zeit habe. Mein Urlaub ist auch halt immer begrenzt, ihr kennt das ja alles. Aber ich werde versuchen, mal regelmäßig Videos zu bringen. Also ich versuche jetzt wieder so alle 2 Tage soll schon ein Video kommen. Das versuche ich schon. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Eigentlich vergessen. Bis denn. Tschüss.